Willkommen im Digibet-Studio. Es ist Dienstag, die Woche nimmt ihren Lauf. Ich habe es Ihnen gesagt, heute kümmern wir uns um die Champions League, um Eishockey. Morgen geht es dann mit Uli Potowski um Schalke. Donnerstag Alexander von der Gröben mit dem Ausblick auf das Boxenwochenende. Freitag eine kurze Sendung. Und am Samstag, das ist neu in dieser Woche, gibt es dann den Promi-Talk, wo wir über die Fußball-Bundesliga und auch das Geschehen in Europa sprechen. Europa ist das Stichwort für heute Abend, denn der FC Barcelona und Real Madrid stehen sich gegenüber. El Clasico, der letzte Teil, das letzte. Sie wissen, es ging hoch her, es gibt Anzeigen, es gibt Randale, es gibt Theater und alle fragen sich, wo sitzt eigentlich José Mourinho heute? Auf der Bank sitzt er nicht. Ich bin sehr gespannt und würde darauf wetten, dass er irgendwie die UEFA austrickst. Wetten können wir natürlich auch auf das Weiterkommen. Das sehen wir hier. Barcelona gegen Real Madrid. Wer kommt weiter? Also auf Barcelona zu setzen, das können Sie eigentlich sparen. Da setzen Sie 1 Euro und kriegen 1 Euro 1 Cent zurück. 12 Euro gäbe es, wenn Real Madrid es denn tatsächlich noch schafft. Aber das halten wir ja eigentlich alle für ausgeschlossen. So, und dann hier oben können wir tippen, wie denn das Spiel ausgeht. 4 Euro, das könnte man eigentlich machen, nach dem Motto, Mensch, komm, vielleicht gehen die ja noch in die Verlängerung Real. Andererseits glaube ich auch nicht dran. Ich glaube auch nicht dran, worüber die Spanier spekulieren, dass nämlich Nuri Sahin von Borussia Dortmund angeblich schon einig sei, eben mit Real Madrid. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich würde es mir auch am wenigsten wünschen. Was ich mir auch nicht vorstellen konnte, ist, dass Deutschland bei der Eishockey-WM gleich zweimal gewinnt und vor allen Dingen gegen wen gleich zweimal gewinnt. Also Hut ab, Chapeau vor der Truppe von Uwe Krupp. Und jetzt gibt es natürlich auch wieder so ein bisschen Theater. Franz Reindl, das wissen Sie, der ist Geschäftsführer und Sportdirektor beim Deutschen Eishockeybund. Der wird jetzt nach dieser WM zurücktreten und nur noch Generalsekretär machen, das heißt die Schreibtischarbeit. Denn er ist richtig sauer, dass der Präsident Uwe Krupp keine Doppelfunktion erlaubt. Krupp, das wissen Sie auch, wird ja ab Juni zurückkehren in seine Heimat Köln, wird die Kölner Haie auf Vordermann bringen und Franz Reindl wäre genauso wie Krupp dafür, in einer Doppelfunktion zu arbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, das wäre das Beste eigentlich, was dem deutschen Eishockey passieren kann. Denn wann, also von uns kann sich ja sowieso keiner erinnern, weil es das eben nie gab, haben wir schon mal gegen Russland bei einer WM gewonnen. Noch nie. Und ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass es bei Wetten Slowenien gegen Deutschland in der Gruppe A. Klar, wir stehen sowieso fest als Sieger in der Gruppe A. Sie wissen ja auch, dass beim Eishockey jetzt gibt es noch die Zwischenrunde und so weiter und so fort. Schade eigentlich, normal wäre ja geil, wenn man jetzt direkt ins Achtel- oder Viertelfinale käme. Aber es steht erstmal die Zwischenrunde an. Nur, darauf wollte ich hinaus. Slowenien gegen Deutschland. Gucken Sie mal hier. 1,35 Euro gibt es nur für Deutschland. Das heißt, Deutschland ist der große Favorit. Wenn Slowenien gewinnt, gibt es 5,40 Euro. Und das finde ich schon an sich die News des Tages. Wir sind beim Eishockey, können Sie übrigens gucken, ab 16.15 Uhr auf Sport 1. Wir sind beim Eishockey der große Favorit. Premiere, hätte ich beinahe gesagt, Sky, da gibt es heute Abend die Champions League. Ich wünsche Ihnen einen schönen, sonnigen Maitag.